Herzlich willkommen zu diesem Videolernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Markus und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Bogenlänge. Du findest das Arbeitsblatt auf der unten angegebenen Webseite. Bitte lade dieses nun herunter und halte es griffbereit. Am besten ist es sicher, wenn du das Arbeitsblatt auch ausdrucken kannst. Wie der Titel schon verrät, geht es bei diesem Arbeitsblatt um das Thema Bogenlänge. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir haben eine Funktion oder besser gesagt den Graphen einer Funktion gegeben und wir wollen nun die Länge der Kurve in einem bestimmten Intervall abmessen. Das heißt, wir wollen die Länge L, also die Länge der Kurve innerhalb vom Intervall A bis B bestimmen. Wie kannst du dir das vorstellen? Stell dir vor, du nimmst eine Schnur und legst sie an den Funktionsgraphen an. Das heißt, du legst die Schnur an der Stelle A hin und legst sie dann entlang der Funktionskurve hin und schneidest sie genau an der Stelle B ab. Dann misst du die Länge der Schnur und hast damit die Länge L des Funktionsgraphens ermittelt. Das war's mit dem Begrüßungsvideo und wenn du startklar bist, dann können wir mit dem Thema Bogenlänge durchstarten.